Liebe Follower und Kinobegeisterte in Magdeburg und in Sachsen-Anhalt. Rassismus, Identität und Integration, diese Themen treiben das ganze Land um. In dem Kinofilm Der schwarze Nazi bürsten die Regisseure Tillmann und Karl Friedrich König intelligent und mit viel Ironie das Thema Rassismus und Nazi-Ideologie gegen den Strich. Nachdem die Filmgroteske in Sachsen und in Berlin mit ihren Premieren die Zuschauer begeistert hat, kommt sie nun unter meiner Schirmherrschaft nach Sachsen-Anhalt. Am Donnerstag, den 12. Mai diesen Jahres um 20 Uhr, findet die offizielle Sachsen-Anhalt-Premiere im Magdeburger Moritzhof statt. Gemeinsam mit den Regisseuren, den Schauspielern, dem Kabarettisten Lars Johansen und Vertretern von Miteinander e.V. werden wir nach der Aufführung die Idee und die Entstehung des Films, aber auch zur aktuellen Entwicklung des Rechtsextremismus in unserer Region sprechen. Zusammen mit allen Beteiligten würde ich mich freuen, wenn Sie, wenn ihr zur Premiere kommt. Und bis dahin alles Gute und jetzt Matza für den Trailer. Vati und Mutti, ich bin schwanger. Und wer ist der Vater? Und wir sind gegen Flüchtlingsheime. Und wir sind für und gegen Arbeitslosigkeit. Was passiert, wenn ein Afrikaner die Ideologie von Wutbürgern übernimmt? Diese Menschen gehören nicht zu uns. Sie sind kulturfremd. Wenn er Neonazis von rechts überholt. Das Undeutsche muss vernichtet werden. Das ist natürlich nur ein Scherz. Für Deutschland. Für Deutschland. Für Deutschland. Dann ändern sich die Spielregeln. Ausweiskontrolle. Du bist Deutscher? Ja. Sag ein deutsches Gedicht. Der nächste hier im Bus. Der Undeutschhandel fliegt raus! Sikumoja Mumandi ist der schwarze Nazi. Folgen Sie ihm auf seiner Safari durch Ostdeutschland. Erleben Sie sächsische Rituale. Der Odin und sein Pferd. Und deutsche Gastfreundschaft. Ich habe nichts gegen Ausländer, aber hast du dir das gut überlegt? Ab April sehen Neonazis und Wutbürger schwarz. Das reicht aber jetzt.